Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausfahrt TV Plus. Ich rede mit euch da draußen und heute geht es um dieses Fahrzeug, den Mazda CX-3. In diesem Video erkläre ich so ein bisschen, was ich von dem Auto halte im Prinzip. Ich habe das Auto bewertet, erkläre die Bewertung ein bisschen, warum, wieso, weshalb. Und wenn ihr die Videokaufberatung sucht, die ist unten direkt verlinkt im Videobeschreibungstext. Der zweite Link, glaube ich. Da zeige ich euch das Auto von außen, von innen, den Kofferraum, fahre den ganzen Wagen auch, ne, den ganzen Wagen vor allen Dingen, fahre das Auto auch und komme zu einem Fazit. Ausfahrt TV, da findet ihr die Videokaufberatung. Das hier ist Ausfahrt TV Plus, ein bisschen salopper das Format, nicht ganz so durchstrukturiert, ne, wie das bei Ausfahrt TV vonstatten geht, sondern ich schwafe auch ganz gern mal ein bisschen oder schweife vollkommen vom Thema ab. Ja, erstmal der CX-3 2014 Weltpremiere in Los Angeles, seit 2015 bei uns auf dem Markt. Mazda hat 72.000 Einheiten verkauft, in Deutschland wohlgemerkt. Ist ein Bestseller gewesen, oder nee, ist er glaube ich immer noch, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube dieses Jahr nicht, oder letztes Jahr, nee, dieses Jahr nicht, weil sie einen Produktionswechsel hatten. Da gab es ein kleines Loch, aber direkt hinter dem CX-5. Es ist also eine Cash-Cow auch für Mazda. Und dazu muss man ja mal wissen, dass die Hersteller in der Regel mit kleinen Autos nicht so viel verdienen wie mit großen Autos. Also sind kleine Autos erstmal gar nicht so interessant zum Verkaufen halt. Dennoch, der scheint sich hier gut zu lohnen. Sie haben ihm eine Modellpflege verpasst. Das habe ich ja in der Videokaufberatung erklärt im Prinzip. Was ich bemerkenswert finde, normalerweise Modellpflege, was machst du? Stoßfänger so ein bisschen nachschärfen, irgendwie ein paar andere Schnörkel rein, an der Flanke noch irgendwas ändern, bla bla bla, ne? Und fertig ist das Facelift. Nicht so Mazda, die haben wahrscheinlich gesagt, Mensch, was soll man denn verändern an dem Auto? Er sieht einfach gut aus, ne? Passt doch auch. Da brauchen wir gar nichts machen. Klar, unter der Haube ändern wir was. Der Diesel ist weggefallen, der 150 PS Benziner ist weggefallen. Ich vermute mal, also Diesel ist klar, will im Moment keiner kaufen. Und 150 PS Benziner hat wahrscheinlich kaum jemand gekauft. Fährt sich zwar sehr spaßig, kostet aber mehr Geld. Und letztendlich, die Zielgruppe für so ein Fahrzeug ist, glaube ich, eher urbaner Raum, ne? Eher so der Zweitwagen. Und selbst wenn du als Erstwagen fährst, ist das, glaube ich, nicht unbedingt das Langstreckenvehikel, was du dir aussuchst. Egal. Jedenfalls haben sie zusammengestrichen nur noch einen Motor. Übrigens der gleiche Motor wie im Mazda 2. Den Motor kann man jetzt paaren, quasi entweder mit einer 6-Gang-Handschaltung oder mit einem 6-Gang-Automatikgetriebe. Ende. Ne? Und dazu, Mazda hat ja angefangen, mit dem neuen Mazda 3 die Modellreihen so ein bisschen, nein, die Ausstattungslinien so ein bisschen aufzuräumen. Man hatte ja vorher, ne, Centerline, Sportsline, Exclusive Line und was war das an ganz am Anfang, weiß ich schon nicht mehr. Haben sie gesagt, nee, machen wir nicht mehr, wir machen jetzt Basis und Selection. Und hier gibt es Basis, Selection und Selection mit Design und Technik, nee, nicht Technik, sondern Design und, ich habe mir vergessen, ist jetzt auch nicht so wichtig, ne? Aber wir zeigen euch hier schon die höchste Ausstattungslinie, sieht man unter anderem an den Chromornamenten, ne? Hier und da vorne halt auch noch. Gut, der Mazda CX-3, ein SUV aus dem Kleinwagensegment. Gibt es jetzt auch nur noch mit Frontantrieb? Gab es schon immer? Nee. Es gibt ihn jetzt nur noch mit Frontantrieb, das zeigt aber auch so ein bisschen, wo die Reise hin soll. Ich finde es eigentlich ganz charmant. Früher hat man ja gesagt SUV, ne? Da willst du auch noch mal mit ins Gelände. Mittlerweile wissen wir alle, gerade mit diesen City-SUVs will keiner ins Gelände. Die Leute wollen nur ein bisschen höher sitzen als im PKW, weil es ein höheres Sicherheitsgefühl gibt und sie noch ein bisschen besser gucken können. Die brauchen keinen Allradantrieb in der Regel, ne? Und von daher passt das. Und wenn ich jetzt hier den alten Vorländlern irgendwie auf die Füße trete, euch meine ich natürlich nicht, aber hier in der Fläche, sage ich mal, im flachen Lande, da brauchen wir auch keinen Allradantrieb. Und für euch, die in den Bergen wohnen, gibt es ja noch ganz andere Fahrzeuge, die man dann wahrscheinlich kauft. Gut, ja, was soll ich noch sagen? Er ist jetzt 5 Jahre alt, ne? Da ist so eine Modellpflege auch mal langsam angedacht. Ich finde es aber, wie gesagt, bezeichnend, dass sie da gar nichts groß Entschuldigung, am Design gemacht haben. Und ich denke, er wird jetzt noch mal so 3 Jahre so laufen und dann kommt eh ein neues Modell, was dann wieder so einen größeren Schritt bedeutet in Richtung Mazda 3 halt, ne? Wo sie ja die Flächen noch sauberer gemacht haben, wo das ganze Auto noch viel cleaner ist, ohne dabei zu rund zu wirken. Ja, das ist noch Kodo Design Language 1. Ne?
Gut, wir sind in Leverkusen, eine Tagesveranstaltung, morgens hin, abends zurück, zwischendurch ein bisschen drehen. Ich bin das Auto ehrlicherweise nicht ganz so viel gefahren, 90 Kilometer hat mir aber gereicht im Prinzip. Was habe ich eben im Fazit gesagt? Fahrwerk ist mir zu straff, würde ich mir komfortabler wünschen, aber die Stammzuschauer wissen eh, der Gleitzmann will alles komfortabler haben. Ne? Der wird am liebsten auch so ein CX-3 mit Luftfederung haben, wenn wir ganz ehrlich sind. Ne? Gut, dann ab der B-Säule schwierig, schon allein für die Kinder hier kein Einklemmschutz. Ich reite darauf immer rum, weil ich es nicht verstehe. Ne? Also ich meine, wer Kinder hat, der will, dass die geschützt sind. Und da soll es nicht an so einem Pfennigartikel liegen. Wobei mir mal ein Hersteller gesagt hat, es ist gar kein Pfennigartikel hier, diese Mechanik. Nicht Mechanik, aber der Sensor. Nee, was ist denn das? Ja, irgendwo doch ist ja so ein Sensor, der prüft, ob da Widerstand ist. Ist kein Pfennigartikel, aber selbst wenn es 5 Euro kostet, komm, kann man, macht das Auto 20 Euro teurer, dann ist es dabei. Das muss doch irgendwie passen, oder? Ja. Ja, und der Kofferraum, da finde ich halt so bezeichnend, du hast einen Ladeboden. In der Regel ja immer eine prima Sache, weil du was unter den Ladeboden zum Beispiel platzieren kannst oder den Ladeboden tiefer legen kannst. Hier ist es hingegen so, dass du den Ladeboden rausnehmen kannst. Und zwischen Ladeboden und Boden kannst du so ein 500 Blatt Papierpäckchen reinlegen oder mehrere sogar davon. Ne? Aber das hat mich jetzt auch nicht so begeistert, wobei ich finde es schöner, dass sie die Ladekante möglichst tief lassen, also dass da ja nicht so, dass man nicht hoch und runter heben muss, sondern dass man quasi fast flach reinschieben kann. Ja, ich steige jetzt auch gleich ein in meine Bewertung. Ja. Erfüllt der Wagen seinen Anwendungszweck als 5 Punkte? Als ist eigentlich immer relativ egal. Auf der einen Seite hast du Platz für 4 Erwachsene und sogar noch ein bisschen Kofferraum. Sicher, da kannst du nicht wochenlang mit in Urlaub fahren oder für einen wochenlangen Urlaub zum Flughafen mitfahren. Aber du kannst zumindest 4 Erwachsene ordentlich bewegen. Du kannst auch 2 Erwachsene, 2 Kinder und Wochenendeinkauf bewegen. Also egal, wie man es dreht und wendet, das macht auf jeden Fall Sinn, das Auto. Wollen jetzt nicht über die Sinnhaftigkeit von SUVs oder City-SUVs streiten. Ich finde, das passt auf jeden Fall. Also hier volle Punktzahl. Das Gleiche fürs Aussehen. Ich finde, Mazda hat wirklich den Dreh draus beim Design. Auf der einen Seite ein homogenes Firmendesign zu schaffen oder K-Liniendesign. Die sehen sich alle sehr ähnlich. Aber sie grenzen sich doch alle noch voneinander ab. Also du kannst einen CX-3 natürlich vom CX-5 unterscheiden, das ist ja ein Größenunterschied. Aber auch der CX-30, der dazwischen ist, grenzt sich dann wieder durch Designmerkmale ab, obwohl sie alle halt diese Kodo Design Language haben. Und ich mag die nach wie vor. Das ist ja immer noch so, ne, das Tier im Sprung quasi soll das visualisieren. Und ja, ich finde Mazda einfach schick. Das ist ja Geschmackssache. Mir gefällt es wirklich gut. Und hier gebe ich auch 5 Punkte. Fahreigenschaften. Das Fahrwerk ist mir ja zu straff, sagte ich bereits. Aber ein straffes Fahrwerk, es gibt ja einmal ein Fahrwerk, was einfach nur knallhart ist. So wie in meinem Chevy zum Beispiel. Ne? Das ist null komfortabel, aber du hast auch keine gute Straßenlage damit. Hier kannst du wenigstens, das merkst du, wenn du durch die Kurven fährst, da kannst du ruhig ein bisschen Gas machen. Das macht das Fahrwerk auf jeden Fall mit. Ist ein bisschen straffer, fast sportlicher, was natürlich bei dem Auto jetzt meines Erachtens zumindest nicht unbedingt Sinn macht. Auch mit der Motorisierung nicht. Aber ja, so haben sie es nun mal gemacht. Und vom Fahrwerk mal abgesehen, was ich ja eh sonst anders noch benote, lenkt prima, fährt sich prima, bremst gut und macht alles sehr ordentlich. Also hier 4 Punkte. Beschleunigung, Durchzug, ja, von 0 auf 100 in 9,1 Sekunden soll es gehen. Also unter 10 sind wir da noch dabei. Das ist schon mal irgendwie ganz gut. 2 Liter, 121 PS, stemmen sich gegen 1,3 Tonnen. Ein ganz gutes Verhältnis. Und ich finde durchaus, dass er sich beim Fahren spritzig anfühlt, wenn du es möchtest. Ne? Du kannst ihn auch immer schön früh schalten, sehr effizient fahren. Dann ist natürlich mit der Spritzigkeit vorbei, aber wenn du die Gänge wirklich ein bisschen ausfährst, dann hast du schon so ein bisschen Druck. Also für so einen Cityflow auf jeden Fall voll in Ordnung. Mir gefällt das ganz gut. Es ist keine Explosion der Geschwindigkeit, aber es fühlt sich zumindest flott an. Und das ist doch die Hauptsache. Mir geht es immer um gefühlte Geschwindigkeit, nicht um reale. Ne? Und da macht er sich ganz gut. Beschleunigung, Durchzug, auf jeden Fall 4 Punkte. Auch auf der Autobahn. Schaltst zurück vom 6. in den 4. Ziehst am Laster vorbei, wieder in den 6. um effizient weiterzufahren. Passt für mich. Auf jeden Fall.
Die Ausstattung finde ich auch sehr ordentlich. Sitzheizung, Lenkradheizung, die vier wichtigen Assistenzsysteme. Ja, im Prinzip elektrische Sitzverstellung fahrerseits zumindest. Also alles bis hier ist die Ausstattung auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich. Und das flacht dann nach hinten ab. Auch im Kofferraum hast du kaum was. Ne? Da hast du viel Zurösen. Nicht mal so Taschenhaken, die man da heutzutage eigentlich reinsetzt. Also vorne richtig klasse, hinten eher geht so, dennoch zusammen vier Punkte. Der Kofferraum 287 Liter, wenn der Bose Subwoofer drin ist. Wenn er nicht da ist, hast du halt ein bisschen mehr, dann sind es 350 Liter. Der obere Bereich, den du jetzt tatsächlich belädst, der ist fein für mich. Ne? Da sind irgendwie keine, das ist nicht zerklüftet, sondern du hast so einen richtigen, ein schönes Volumen, was du füllen kannst. Allerdings zählt das unter dem Ladeboden, da sind bestimmt auch nochmal 30 Liter, ne, oder 20, keine Ahnung, weiß ich nicht. Die nutzt du eigentlich nicht, da musst du den Ladeboden wirklich rausnehmen. Ist so ein bisschen schwierig, von daher drei Punkte. Zuladung 513 Kilo für einen Kleinwagen, allemal okay. Ich sage ja immer 100 Kilo pro Person, den würde ich als Viersitzer einstufen. Also ist er da weit drüber. Dazu kann man auch noch einen Anhänger ziehen. Nur 1,2 Tonnen, aber der Wagen wiegt ja auch nur 1,3 Tonnen und letztendlich ist es ein Kleinwagen. Finde ich also auch ordentlich. Das gibt zusammen vier Punkte. Warum eigentlich nur vier? Das gibt fünf Punkte. Ja. Und Jan-Faktor, wie sehr kickt mich das Auto? Würde ich das haben wollen? Würde ich das fahren wollen? Ich sag mal hier tatsächlich vier Punkte. Ich stehe nicht so auf SUVs, aber der überzeugt mich, komme da auch gleich nochmal zu, durch diese zwei Seiten, die er hat. Auf der einen Seite kannst du durchaus spritzig fahren, was mir immer sehr entgegenkommt. Aber ich habe auch Tage, wo es mir eher um Effizienz geht. Das geht genauso mit dem Auto. Ich habe genug Platz. Man kann mit vier Erwachsenen fahren. Mehr Auto brauchst du eigentlich nicht. Ne? Ja, Punkt aus. Ja, harter Schnitt muss auch mal sein. Ich habe gerade Alex angerufen. Blick hinter die Kulissen habt ihr ja immer ganz gerne. Ich stehe hier bei Mazda auf dem Werksgelände, also Mazda Deutschland. Ich weiß gar nicht, was in der Halle drin ist. Egal. Und Alex sitzt oben im Konferenzbereich quasi und schneidet schon wieder. Ja, und weil ich jetzt hier gerade gemerkt habe, und das ist ja relevant, bei der Zuladung 4 habe ich gegeben, muss aber 5 sein, habe ich ihn gleich angerufen, darum harter Schnitt. Weiter geht's mit der Effizienz. Netzverbrauch 5,3, WLTP 6,2, real 7 Liter, also das, was ich jetzt erfahren bin, allerdings nur auf 90 Kilometer. Ich bin die Autobahn hier hoch Richtung Düsseldorf, habe dann da wieder gedreht, bin noch ein bisschen Landstraße drumherum gefahren. Das ist jetzt nicht viel, aber für so einen Tagestermin muss es reichen. Zumal, wenn du sofort so einen Eindruck bekommst, Fahrwerk, ne, Lenkung und so weiter, wie das alles funktioniert. Und diese 7 Liter Autobahn einmal hoch und runter beschleunigt, ne? Und ein bisschen Landstraße, ein bisschen defensiver gefahren, finde ich vollkommen okay, weil ich weiß, wenn du dir diese Beschleunigungsorgien, die ich ja mache, Tacho-Video, ne, habe ich glaube ich bis 185 zumindest geschafft und die Beschleunigung 160, danach war Feierabend, also die Geräuschbeschleunigung sozusagen. Wenn man sich das weglassen würde, dann bist du ratzfatz bei 6,5 Liter. Also das Potenzial sehe ich auf jeden Fall. So bin ich mit 7 Litern zwar 24% über dem NEFZ und 11 über dem WLTP, aber weil ich ja weiß, A, ich bin nur wenig gefahren und B, man merkt ja relativ schnell, was das Auto für ein Potenzial hat, gebe ich hier durchaus 2 Punkte. Ja, ey, mach hier voll die große Ansage, dann 2 Punkte, aber ihr wisst ja, bei Effizienz bin ich immer sehr kiepig. Ne? Fahrkomfort, Sitze, Fahrwerk. Die Sitze sind Bombe, das sind ja niegelnagelneue Sitze. Das ist Mazda jetzt auch immer wichtiger, ne? Dass sie auch gute Sitze haben. Das heißt ja nicht, dass vorher schlechte waren, aber Sitzergonomie, da haben sie jetzt nochmal einen Schwerpunkt drauf gelegt. Und ich glaube, Mazda 2, da habe ich euch das auch schon mal erzählt. Jedenfalls sind die noch besser für längere Strecken auch geeignet. Haben auch einen schönen Seitenhalt oben. Die Sitzheizung ist auch gut. Also die macht die nicht heiß, aber die macht kurz vor heiß. Und das ist schon mal besser als nur lauwarm. Das ist für mich auch immer ein wichtiges Qualitätskriterium von Autos. Wenn ich eine dreistufige Sitzheizung habe und in der höchsten Stufe macht es lauwarm, wofür habe ich dann eine dreistufige Sitzheizung? Dann kann ich auch einen anderen Ausschalter haben, ganz im Ernst. Aber wenn es richtig schön heiß wird oder wie in dem Fall mehr als nur mollig warm, das finde ich schon super. Und aber das Fahrwerk ist mir halt deutlich zu straff. Fertig, 3 Punkte.
da reißen die Sitze halt auch nicht raus. Also man könnte auch sagen Sitze 5, aber ich finde die eher so 4, Fahrwerk 2 bis 3. Nein, 3 hat das schon und ich möchte es aber nicht hochrunden, weil dafür ist mir das Fahrwerk einfach zu straff, mir persönlich. Geräuschniveau, naja, du hattest bei 100, hatte ich schon Windgeräusche. Ich hoffe, ihr habt jetzt keine Windgeräusche auf dem Mikro, weil hier, ich dachte eben, ich bräuchte kein Puschel. Jetzt hat der Wind so ein bisschen aufgefrischt. Das war heute recht böig. Und ich weiß immer noch nicht, war es auf der Autobahn böig oder waren das so die Windgeräusche. Im Verlauf meiner Fahrt bin ich mir mal ziemlich sicher, das waren schon ab 100 die Windgeräusche. Und bei 100 schon spürbare Windgeräusche zu haben, das finde ich schon krass. Ab 160, sage ich mal, muss man dann auch schon ein bisschen lauter sprechen. Also Geräuschniveau 3. Wobei das wirklich eher die Windgeräusche am Fahrzeug sind, als denn der Motor, den hörst du tatsächlich kaum. Ergonomie, ich mag Mazda. Also die Ergonomie, ich fühle mich da sofort, finde mich sofort zurecht. Gut, jetzt mit so einem alten Navigationssystem noch in dem Jog-Shuttle, ne, dass du da unten wieder bedienen musst, wobei musst du beim neuen ja auch. Ne, beim Mazda 3 hast du den Touchscreen gar nicht mehr. Also ich finde das Konzept eigentlich noch cooler, dass du im Stand touchen kannst und während der Fahrt halt Jog-Shutteln. Das finde ich eigentlich ganz pfiffig. Ich will mal einmal vorbeilassen. Ich finde auf jeden Fall Mazda, es ist alles sehr sinnvoll angerichtet, von den Knöpfen auch die Lenkräder nicht, das Lenkrad nicht so beladen. Ich gebe hier für die Ergonomie 4 Punkte, Assistenzsysteme 3 Punkte. Der adaptive Tempomat hat mich wirklich sehr positiv überrascht. Erwarte ich nicht im Kleinwagen, dass er so gut funktioniert. Dafür leider keinen aktiven Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung okay und Totwinkelwarner auch 3 Punkte. Bedienung Infotainment-System. Früher fand ich das richtig klasse, dann habe ich das neue Mazda-System gesehen, jetzt ist das alte so ein bisschen Hausbacken. Ne? Also von der Bedienung her, eigentlich sollte man ja nur die Bedienung bewerten, aber ich finde, das ist schon der Gesamteindruck, der da zum Tragen kommt. Und weil das so Hausbacken ist, 3 Punkte bedienen, lässt es sich aber eigentlich immer noch ganz gut. Und die Lautsprecher, wir haben ja hier durch das Technikpaket, ich halte nur mal eben das Mikro aus dem Wind, durch das Technikpaket das Bose Soundsystem mit 7 Lautsprechern. Ich finde das schon ganz ordentlich, aber es reißt mich jetzt auch nicht vom Hocker. 3 Punkte. Airbag vorne abschaltbar, jawohl, im Handschuhfach, aber keine Isofix-Halterung auf dem Beifahrersitz. Trotzdem 4 Punkte. Einklemmschutzfenster hinten nicht vorhanden, also nur 1 Punkt, weil weniger kann ich nicht geben. Und 2 Punkte für praktische Elemente. Hinten kein Strom, keine Leseleuchten. Auch nur eine Tasche, die ganzen Ablagen sind sehr, sehr mager. Von daher denke ich, passt das so mit der Bewertung. Ja, aber rundum, ich finde den nach wie vor klasse. Ich mag auch dieses Mazda Magna Rot Metallic sehr. Gerade jetzt, wir hatten ja Sonne und jetzt ist es sehr schattig geworden, wie das Licht dann mit der Farbe spielt. Oder die Farbe, das Licht unterschiedlich reflektiert, das mag ich schon ganz gern. Gut, Kinder, das soll es gewesen sein. Das war Ausfahrt TV Plus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mir was sagen wollt, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Wenn ihr sagt, Mensch, der Gleitzmann ist schon klasse und wie der Alex das alles wieder zusammengeschnibbelt hat, ne? Tipptopp, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Ich verabschiede mich jetzt wie immer. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan. Ihr kennt das übliche YouTube-Spielchen. Links und rechts oben findet ihr 2 Videos von uns, die genauso toll sind wie das, was ihr eben gerade gesehen habt. Klickt auf das Logo und dann könnt ihr unseren Kanal kostenfrei abonnieren und kriegt kostenlos immer Updates, wenn wir ein neues Video einstellen. Wenn ihr uns tagesaktuell begleiten wollt, folgt uns auf Instagram und Facebook. Die Links findet ihr unten im Videobeschreibungstext. Macht's gut und bleibt gesund da draußen.